Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Akrozebe und ich bin die Autorin dieses Buches Auf der Suche nach der grünen Weide. Es ist ein autobiografisches Buch, eine Autobiografie meines eigenen Lebens. Normalerweise schreibt man eigentlich so eine Autobiografie mit 70 oder 80 Jahren. Aber wer weiß, wie lange ich zu leben habe. Ja, ich bin der Meinung, ich habe schon Sachen erlebt, um der Welt das mitzuteilen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann weiß ich nicht, wann ich das machen sollte. Ich hatte bei der letzten Episode, bevor ich das noch sage, ich wollte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Menschen, die dieses Buch schon gekauft und sogar gelesen haben. Eure Feedbacks sind der Grund, warum ich heute hier sitze. Und ich hatte sehr viele Fragen bekommen. Manche Fragen haben sich tatsächlich wiederholt. Da habe ich ja gedacht, es gibt ja eine Notwendigkeit, diese ganzen Fragen doch auf diese kleinen Zettel zu schreiben, um Wiederholungen zu vermeiden, ne? Damit ich mich nicht wiederhole bei der Beantwortung der ganzen Fragen. Ja, so, ich fange schon mal an mit der ersten Frage, weil ich möchte auch nicht eure ganze Zeit jetzt hier verlieren. Und zwar die erste Frage, ich werde alle Namen von den Menschen, die mir diese E-Mails geschrieben haben, nicht hier nennen. Ja, und weil ich hatte auch nicht gefragt, ob ich die Namen überhaupt nennen darf aus datenrechtlichen Gründen. Erste Frage, warum haben Sie das Buch auf Deutsch und nicht auf Englisch oder Kiswahili geschrieben? Eine sehr interessante Frage. Ihr werdet euch wundern, damals schon, als ich vorhatte, dieses Buch zu schreiben, das war tatsächlich die erste Frage, die ich hatte. Soll ich das Buch auf Englisch, auf Kiswahili oder auf Deutsch schreiben? Ich hatte mich ganz bewusst auf Deutsch entschieden, weil ich lebe schon sehr lange hier in Deutschland und ich denke, wenn ich ein Buch schreibe, dann zuerst auf Deutsch und alles andere folgt dann später. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Nächste Frage. Wird dieses Buch auch auf Englisch geschrieben? Ja, zurzeit findet eine Übersetzung statt. Ich kann nur leider nicht sagen, wie lange das dauern wird. Ich bitte um etwas Geduld. Okay. Nächste Frage. Wie steht Ihre Familie zum Buch? Meine Familie, darf ich euch was verraten, können kein Deutsch. Die wissen einfach, ich habe ein Buch geschrieben. Also außer jetzt zwei Schwestern oder drei. Können alle anderen Familienmitglieder kein Deutsch. Die wissen, dass ich das Buch geschrieben habe und sind sehr stolz auf mich. Und keine Ahnung. Ich denke, ein richtiges Feedback werde ich erst haben, wenn dieses Buch auf Englisch erschienen ist. Dann bin ich hier halt gespannt. Momentan ist meine Mama wirklich auf jeden Fall sehr stolz auf mich. Das ist alles, was ich momentan sagen kann. Nächste Frage. Wann sind Sie mit dem zweiten Buch fertig? Gute Frage. Ich bin auch dabei, dieses Buch zu schreiben. Ich bin jetzt mitten im Buch. Ich glaube, es muss die Seite 120 sein jetzt, ne? Und dieses Buch kommt. Ich kann es ja nicht versprechen, weil ich habe ein kleines Baby zu Hause. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, das alles zu organisieren, wie es mit Baby hin und her. Manchmal will dieses Baby mich sehr beschäftigen, so dass ich abends sehr kaputt bin und dass ich einfach schnarche. Dieses Buch kommt auf jeden Fall, auch da bitte ich um etwas Geduld.
Nächste Frage. Haben Sie dieses Buch ganz alleine geschrieben oder gab es Hilfe von jemand anderes? Ich weiß, das ist immer diese Frage. Mein Gott, wie kannst du es nur schaffen, so ein Buch auf Deutsch zu schreiben? Ich komme damit nicht klar, wenn dann, also das, ich rede ja, Deutsch ist eine sehr, 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 sehr schwere Frage. Ihr merkt auch manchmal, ich bin am Kämpfen mit der, die das, aber sobald ich dann schreibe, konzentriere ich mich. Reden ist natürlich was anderes, als wenn man schreibt. Und ja, ich habe tatsächlich dieses Buch alleine geschafft. Ja, und an dieser Stelle möchte ich drei oder vier Leuten benennen, die mir bei Korrekturlesungen und auch bei Lektorat geholfen haben. Das ist mein Ehemann natürlich an erster Stelle. Marita Dikschus, Britta Steinbach und an meinen besonderen Dank geht an die Andrea Müller. Andrea Müller ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Eine sehr große Persönlichkeit. Andrea Müller, ich respektiere dich, du bist mein Mentor, du bist für mich ein Vorbild. Vielen Dank, dass du immer für mich da gewesen warst während meiner Ausbildung. Ich weiß noch, ich konnte damals noch nicht so gut Deutsch und du hattest ein offenes Ohr für mich und ich konnte jederzeit zu dir kommen und du hast mich immer unterstützt. Vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Nächste Frage. Erfahren Sie immer noch Alltagsrassismus oder hat sich etwas geändert und wie gehen Sie damit um? Alltagsrassismus ist wirklich ein Thema, das ich denke, das wird nie aufhören. Egal wie gut man ist, egal was man, wie man aussieht, man kann ja Alltagsrassismus tatsächlich überall auf dieser ganzen Welt erfahren. Ja? Und wenn man selbstbewusst ist, und ich habe tatsächlich, ein gutes Beispiel ist, als ich mit meinem Mann im Krankenhaus war, als ich das Kind geboren habe. Ja, das war vor ungefähr 8 Monaten. Und wir waren in diesem Krankenhaus gewesen, das Kind wurde geboren, alles war wunderbar. Ich war dann im Wachraum, das nennt sich glaube ich so, im Wachraum gewesen. Und später gab es dann die Frage, da kam eine Krankenschwester und stellte sich die Frage, ja, wo gehen Sie denn hin? Und ich habe ihr gesagt, ich habe dann geantwortet, nicht mein Mann. Ich habe geantwortet, dass wir ein Familienzimmer gebucht haben. Ja, und was macht diese Krankenschwester? Die fängt an, mich zu belehren, dass dieses Krankenhauszimmer zu teuer wäre. Ja, wenn ich sage, ich habe ein Familienzimmer gebucht, dann muss mir doch klar oder von vornherein klar gewesen sein, dass ich dieses Zimmer dafür, ich weiß, was das kostet und ich habe ja was unterschrieben. Es gibt ja immer einen Vertrag, dass ich dieses Zimmer mieten darf. Warum kommt dann eine Krankenschwester und ist der Meinung, dass dieses Zimmer für mich viel zu teuer ist? Das verstehe ich nicht. Das sind so Sachen. Ich bin in dem Moment dann immer sprachlos und weiß nicht, was ich antworten soll. Ja? Am besten ignorieren. Ich ignoriere und ich bin heutzutage sehr gelassen und ich denke, das ist das, was mich wirklich durch den Tag quasi, ja, ich kann überleben. Ja? Und manchmal höre ich immer Sachen, wo ich dann denke, hier rein, da raus. Diese Frau hat wirklich damit gekämpft, hat mir fast 2-3 Minuten alles erklärt, dass dieses Zimmer viel zu teuer ist. Ja, sie kam noch nicht mal auf die Idee zu gucken, wo kommt die Frau her und wie lange lebt sie schon hier. Sie muss doch wissen, dass hier, außerdem habe ich hier 3 Kinder. Das steht doch alles in meine Akte drin, dass man das sieht, dass dieses Krankenhaus für mich einfach nichts Neues war. Wir lassen das Thema Alltagsrassismus. Ist real. Ja? Immer locker bleiben. Nächste Frage.
Kenia oder Deutschland, wo fühlen Sie sich wohl? Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Kenia oder Deutschland sind beide ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich in Kenia auch sehr wohl. Das sind beide meine Länder irgendwie, ja. Ich sage immer, ich lebe zwischen zwei Welten und in diesen zwei Welten fühle ich mich wunderbar wohl. Meine Kinder haben einen deutschen Papa. Ich fühle mich wohl und meine Kinder haben kenianische Großeltern. Die fühlen sich auch so wohl. Wenn die zwei sich wohlfühlen, ich sage immer meine Kinder, mein Mann und meine Familie in Kenia, dann geht es mir wunderbar. Also ich fühle mich in beiden Ländern super wohl. Das ist aber ein bisschen schwer. Haben Sie trotz alledem, was passiert ist, immer noch Kontakt zu Ihrer jüngsten Schwester? Haben Sie ihr verziehen? Ja, ich habe ihr definitiv verziehen und zu diesem Thema möchte ich ein gesondertes Video machen. Und wie soll ich es sagen? Ich möchte euch was mitgeben zum Thema die Kraft der Vergebung. Also wenn ihr das nächste Mal werde ich ein Video über die Kraft der Vergebung drehen und ich hoffe, dass ihr euch das anschauen werdet. Ich habe ihr verziehen. Also nächste Woche zum Thema die Kraft der Vergebung, wir treffen uns alle hier. Wenn Sie noch einen Beruf ausüben könnten, welcher wäre es? Das ist wirklich eine schöne Frage. Manchmal will ich Bauarbeiterin werden, weil ich sag's euch, ja, ich würde gerne wissen, wie man alles baut. Und zweitens, es gibt noch einen Beruf bei mir. Ich wäre gerne Schauspielerin in einem Thriller, heißt das Thriller? Oder in einem irgendwas Horrorfilm oder so. Ne? In meinem Buch sind ganz viele Sachen, die mir passiert sind. Ich habe mich immer erschrecken. Es wäre wirklich schön, wenn ich auch jemand anderes erschrecken würde. Ich meine ja aus Spaß, nicht das andere. Das andere ist schon mehr cool. Außerdem hatte ich ja das Thema mit meiner Tochter. Die ist 7 Jahre alt und wir haben ja darüber diskutiert. Was ich halt lustig fand, war, sie ist der Meinung, ich soll bitte beim Müller arbeiten, weil bei Müller immer tolle Sachen gibt. Ja, es gibt da Geschenke. Ihr kennt ja schon die Kinderabteilung. Und sie sagt, es wäre sehr schön, dass ich da arbeiten soll, wenn ich dort arbeiten würde. Finde ich eigentlich auch sehr schön, was sie da so für Ideen hat. Die nächste, der nächste Vorschlag wäre, also als zweiter Vorschlag hat sie dann gesagt, es wäre wirklich schön, wenn ich hier bei McDonald's arbeiten, weil dort hier ganz viele, wie nennt sich diese Dinger? Es gibt Trolls, es gibt halt ganz viele Kinderspielzeug, ne? Sie weiß ja, dass ich nicht so viele Spielzeuge zu Hause erlaube. Man soll ja auch mal kreativ werden. Ja, und ja, ich hatte ihr dann vorgeschlagen, dass ich auch eigentlich modeln könnte. Was sagt sie? Mama, auf gar keinen Fall. Denk dran, du bist Mutter und Models. Lauf immer mit Unterhosen rum. Wer auch immer ihr das gesagt hat. Lebt dieser Hans noch? Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben und wie lange haben Sie dafür gebraucht? Ich habe dafür, das müsste circa 2 Jahre gewesen sein und zu der Zeit habe ich ja sogar meine Weiterbildung gemacht zur Verwaltungsfachwirtin und das ist so eine Art berufsbegleitende Weiterbildung. Ja? Man hat hier Familie, man hat die Schule und man hat ein Buch zu schreiben.
Und ja, das Buch habe ich hier immer abends dann geschrieben, wenn alle Kinder geschlafen haben. Ja, ich habe ja halt, ich hatte damit sehr viel zu kämpfen. Diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, werden schon Bescheid wissen, wovon ich gerade spreche. Die Ereignisse waren nicht so gut und ich habe ja halt damals das Gefühl gehabt, dass mich das alles noch emotional belastet hatte. Ja, und ich musste irgendeinen Ausweg finden, um diese ganzen, für mich sind das halt negative Energie, um die einfach loszuwerden, um einfach mal ganz neu für mich wieder zu leben. Ich wollte wieder lächeln, ich wollte wieder lachen. Und bei der Erfassung der ganzen Geschichten habe ich hier wirklich, ich saß meistens da und habe ganz viel geweint. Und es gab auch Momente, wo ich gelacht habe und das hat mir halt sehr, sehr, sehr gut geholfen. Und ich hatte halt dann das Gefühl, nachdem das Buch fertig war, hatte ich ein ganz anderes persönliches, wie soll ich es sagen, Persönlichkeitsentwicklung war. Meine Persönlichkeitsentwicklung war irgendwie noch stärker und ich hatte halt Selbstliebe und auch das Selbstvertrauen wurde dann sehr verstärkt dadurch und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Ja? Ich lebe heute viel gelassener und ja, wie gesagt, das hat mir halt sehr geholfen. Das Schreiben war für mich sozusagen das wirksamste Mittel für mich, um meine Lebenssituation zu bewältigen. Okay. Ja, wir sind jetzt ganz am Ende anbelangt und ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt, um mir zuzuhören. Falls ihr mich unterstützen, meinen Kanal unterstützen möchtet, dann bitte abonniert. Ich würde mich dann sehr, sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ade, au revoir. Tschüss, bye bye. Oriti, kuaheri.